Also die Mensa ist insgesamt, Küchenbereich und Speisesaal, insgesamt knapp 400 Quadratmeter groß. Der Speisesaal ist größer als der Küchenbereich. Ansonsten gibt es hier Schüler-WCs, aber tatsächlich ist es eine reine Mensa. Der erste Spatenstich war am 10.8. letzten Jahres, 2017. Und fertig geworden ist sie jetzt oder eingeweiht haben wir sie am 3.9.2018, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Die Planung davor hat auch ein knappes Jahr gedauert. Die Mensa hat insgesamt ca. 2,6 Millionen Euro gekostet. Bevor die Mensa hier errichtet wurde, wurden die Schüler in einem ehemaligen Klassenraum quasi zum Essen geladen und die Speisen wurden warm angeliefert und dann nur auf die Teller verteilt. Also es gab keine richtigen Speiseherrichtungen, wie wir es jetzt haben. Die ist gut geworden. Sie ist erstmal, glaube ich, baulich state of the art. Sie kann auch vielfältig genutzt werden da. Ich habe ja heute gehört, auch als Lehrerzimmer. Die Küche selbst ist auch gut. Ich konnte mich selber schon davon überzeugen. Ich habe eine sehr leckere Suppe und einen leckeren Nudelsalat gekriegt. So langsam trägt das Programm Früchte. Immer mehr Baustellen werden fertig, immer mehr nur Klassenräume können ihrer Bestimmung übergeben werden, Mensa, Sporthallen, alles, was wir eben in dem groß angelegten Schulausbau- und Neubauprogramm machen.